nächste Nachbarkaff. Nee, danke, da will ich nicht hin. Ich sag vielleicht Italien, Spanien, Frankreich. Benelux geht auch. Ja, Luxemburg, Belgien, Niederlande, da Benelux. Belgien, Niederlande, Luxemburg. Benelux. Immer so nebenbei. Können Sie sich ganz einfach merken. Benelux. Sind die Benelux-Staaten. So haben wir das früher genannt. Oh, endlich, der Golf ist weg. Ein Wunder ist geschehen, preiset den Herrn. Und die Autos kommen da hinten nach. Warum? Weil sie die ganze Zeit denken, wir fahren hier 50. Wir fahren aber nicht 50, wir fahren 80. Ja. Nee, Auflieger müssen wir noch sauber machen. Jetzt geben wir schon die Paletten ab. Und dann geben wir die Paletten ab und dann rufen wir an und fragen, was Neues gibt. Aber hey, immer mit der Ruhe. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So heiß der Spruch. Und wenn wir dann unseren Auftrag haben, fahren wir da noch hin. Müssen wir ja wohl. Ja? Klar. Ich denke mal, das ist Dortmund. Ja. Ikea Dortmund. 12,6 Kilometer rechts. Aha. A46. Nee, halt. Könntest du dich jetzt vielleicht mal entscheiden, was du eigentlich willst? Die A445, Wickerte, Ruhe. Ruhe am Set. Ja, Ruhe. Nicht Ruhe, sondern Ruhe. Cosi Stahllogistik Hagen. Okay. Oder was meiner Tag? Ha? Meiner Tag? Ich weiß nicht. Ich hab da was gehört. Aber ich glaube nicht, dass das was Gutes war. Sag auf. Ich halte mich da raus, ich kenne die Firma nicht. Hat jemand ein ganz, ganz schlimmes Wort gesagt. Das ist ein Sauhaufen. Das ist bläh. Das sagt man nicht. Oh, ficken ist ein ganz böses Wort. Das macht man nicht. Das sagt man nicht. Sag ich immer gerade, ja, das habe ich im Leben. Let's Play habe ich das gesagt. Das ist ganz böse. Nicht drauf hören, was ich sage. Das ist Pfui, das Wort. Ficken. Ganz, ganz großes Pfui. Das ist Schulslang. Übrigens. Nur mal so nebenbei. Grüßen. Servus. Es hat zurückgegrüßt. Ich hab, er hat mich gegrüßt, ich habe ihn gegrüßt. Nichts. Passt schon. So, mal ganz schnell hier Blinker. Bevor wir uns, wisst ihr, noch verewigen. Oh, was ist jetzt los? Da ist ein Reifen zerrissen. Wow. Wow. Wow, gerade ich noch so drum.
Boah, den hat's, den Reifen. Boah, guck dir das an. Dem hat's ja wirklich alles rausgerissen. Arme Sau, ey. Dem ist der Reifen nur so um die Ohren geflogen. Das hat richtig einen Schlag getan. Da hast du richtig Batsch. Ich hab gedacht, die Welt geht unter, Atombombe fällt. Da liegen die Teile auf der Autobahn. Wenn ich so schnell bremsen könnte, wenn der Kollege hinten dran hängt, ne, dann würde ich das Reifenteil aufheben. Nächste Ausfahrt kommt leider erst hin. Nee, das. Sonst hätte ich gesagt, wenn ich gesagt hätte, 2 Kilometer kommt die nächste Ausfahrt, fahren wir zurück, stellen uns auf die Standspur, ziehen die Wandliste an und heben das Teil auf, was da liegt. Dann muss er die 2 Kilometer nicht zurücklatschen. Das ist nun mal so. Das mache ich. Aber hier kommt leider nur Rastplatz. Ah ja, wofür gibt es eigentlich die Autobahnbullen? Die ruft mal an und sagt, pass mal auf, hier ist ein Reifen geplatzt, die Autobahn ist voller Trümmerteile. Dann räumt auf. Ganz einfach. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, dieses böse, böse Wort. War auch ganz lustig. Ist letztens über den Hof gerannt. Da ist es so, fick dich. Hoppala, jetzt los. Was los? Wer? Wer ist genommen? Ja, fick dich. Das ist ganz normaler Schulzwang. Wenn du dich als Elternteil fragst, so Schulzwang. Das wissen die schon. Das ist normal bei Kindern. Hallo. Das ist immer so. Was die an Sprachschatz zusammenkriegen mit der Zeit, das ist unglaublich. Da gibt es auch andere Wörter, die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Ich bin ja verrückt. Bin ich ein Lexikon oder was? Oder habe ich ein Lexikon verschluckt? Bin ich die Auskunft? Schaue ich aus wie der Papst? Vielleicht Moses? Wechsel eine Moses aus der Tasche? Oder Jesus? Kann ich über das Wasser laufen? Halt geboren. 4,5 Kilometer müssen wir hier runterfahren. Ah. Ich habe nur noch 4,1 Kilometer, komm, überhol mich. Ja, ich muss eh runterfahren gleich. Um, nee. Oder? 3,8. Erzähl das. Komm, überhol mich. MK ist Märkischer Kreis. Oder? Boah, da Ding guckt raus. Guck mal, schau. Der Hacken guckt raus. Bei mir guckt er nicht raus. Ne, meine sind drin. Das ist gefährlich, das Teil. Das kannst du, kannst hier irgendwo einhaken. Kreuzwerl, 2,6 Kilometer. Boah, wenn der hängt den Klee jetzt hinten am Arsch. Siehst du? Das ist ja, wenn man den Schatten auf der Standspur anguckt. Ist ein ganz leichter Schatten. Wenn man den Schatten anguckt, dann sind 6 Meter. Guck mal. Da passt kein Mückenbein dazwischen. Deswegen bin ich ja langsamer gefahren, hat er mich überholt. Aber mir ist es lieber, wenn ich ein bisschen Abstand drin habe und er, wenn er überholt.
nicht ewig. Ich möchte noch wegen hier bleiben. Ich möchte noch nicht nach oben. Ich will eigentlich überhaupt nicht nach oben. Ich will nach unten. Aber ich werde wahrscheinlich doch nach oben kommen, so es ausschaut. Ne? Nee, ich will aber im Schwefelsee schwimmen. Sagt die Ache immer. Wir werden alle wird der Satan holen und wir werden alle im Schwefelsee schwimmen. Mhm. Sagt die Ache. Wenn die Ache was sagt, dann nimmt das auch, gell? Mein Freund Jesus sagt das auch immer. Mhm. Das ganz dürfte. Und wir ficken jeden Abend miteinander. Ja. Naja, nicht unbedingt, aber. Nee. Die und ficken. Hallo, der Jesus oder was? Der. Bonner vielleicht, ja. Nee, die beiden Bonnen in der Nase. Das reicht aber auch. Oder mit dem Finger im Bogen. Das geht. Das kann man machen. Das nennt man Popping. Nee, Betting. Befummeling. Betting nennt man das. Oh, hallo, servus. Wohlverbot! Scheiße, wir kommen nicht voran. Opfer, Gott. Ich wollte eigentlich vor ihm rüber. Aber der Bohle lässt mich ja nicht. Ich hab's ja leidlich. Fahr ich denn mal wegen mit 80 hinten nach. Oberhausen, das Schild ist so dermaßen am Arsch, das kann schon nichts mehr lesen. Oberhausen 95 Kilometer. Das konnte ich gerade noch so. Naja, was hat so übrig jetzt von dem Schild? Was fährt er denn? 85 Pferde. Sag mal, dem hängt doch auch was runter, oder? Sieht es nur so aus? Sieht nur so aus. Wahrscheinlich. Am Haarstrang. Natürlich. Sonne nicht alles zutage fördert. Ich meine, was da draußen frei rumläuft und so und wie es sich kleidet, das ist wirklich Herz allerliebst. Ehrlich, schwör, Hand aufs Herz, Indianer Ehrenwort. Das sieht sowas von knüttelig aus. Ja, ja. Wie was die Ache wieder denkt. Perverse. Ich meine die alten Tanten hier auf dem Rastplatz zum Beispiel. Stretchhose und Mini oben drüber in grün. Hoppala. Schwarze Stretchhose, kurz. Man sagt auch Leggings dazu. Oder Fahrradhose. Fahrradhose. Sagen wir mal Leggings. Leggings heißt das. Oh, im Rollverbot ist aufgehoben. Grün war er nicht, der war türkis. Türkis in der Minirock. Und dazu ein Strickjäckchen.
nicht sein, dass er jetzt schneller fährt als vorher. Nee, ja. Aber wir kommen ja näher. Alter Mann. Ach, schon wieder Überholverbot. Gerade war das Schild aus. Jetzt ist das Schild wieder an. Da kann der Pole nichts dafür. Da, das Schild war gerade aus. 120 und aus. Das sind Eier. Sollen sie am Dreck reparieren, diese Affen? Ich werde locker dran vorbeikommen. Ich war 2-3 km schneller wie der. Wenn nicht sogar noch schneller. Wenn wir Ikea laden wollen, dann müssen wir uns beeilen. Wir müssen noch Pause machen bis dahin. Und wenn die um 8 Uhr Abfahrt haben? 8 Uhr. Das wäre lustig. Das heißt, du hast 20 Uhr Abfahrt. Ne. Verkehrt. Schaffe ich nicht. Was? Schaffe ich nicht. Sollen die Zeit ändern. Ich flieg doch da nicht hin. Ja, früh kannst du noch die Zeit ändern für Ikea. Wenn du sagst, du hast Zeit um 22 Uhr, kannst du rein. Ja. Ja, so ist das nun mal. Ändern die Zeiten. Dann ändert die um 2 Stunden. Wenn es heißt, von 22 Uhr los waren bis 5 Uhr früh, oder sagen wir mal 3 Uhr früh, na, anliefern, dann machen die 5 Uhr draus. 2 Stunden später. Tja. Oder 6.30 Uhr. Oder 7 Uhr. Je nachdem. Ja, DHL muss ich an meine Zeiten gewöhnen. So ist das normal. Ich mache meine Pausen. Nicht immer, aber immer öfter. Kilometer rechts ab. 19,9 insgesamt. Ankunft ist 10.30 Uhr. Lüner Grund. Ich habe keinen Grund. Jetzt ist das Scheißschild wieder aus. Na guck, Schild ist aus. Es ist aus. Es leuchtet kein Überholverbot für uns. Jetzt könnte mich lange am Arsch weg. Au. Au, au. Niederländer gegenüber, da kommt der ganz schneller BMW, was so ist. Mercedes-Fahrer. Wir treffen uns gleich immer in der Mitte. Mein Freund. So ist doch ein Schicht im Schacht. Paderborn. Hanau. Jetzt ist aus, komplett. Das war aber kein Freizeichen da, oder? Habe ich es übersehen? Die Schilder da oben verschwinden eh irgendwann. Dann wird alles nur noch elektronisch gemacht.
Was, die Ortschaft gibt nichts mehr. Atomanschlag. Gut, wird rausgelöscht, gibt's nicht mehr. Abfahrt gesperrt, wegen Atomunfall. Punkt. Irgend sowas in der Richtung. Hast du dann so Matrixbrücken? So wie in Frankfurt. Da wird dann Angst, da steht dann dort, da kann dann stehen zum Beispiel bla bla bla, 5 Kilometer Stau in Richtung bla 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 bla. Blub blub. Ja. Oder gesperrt wegen Unfall oder. Was war das jetzt? Nee, meine Reifen sind alle noch da. Das ist Betonautobahn. Das scheppert immer. Und wenn? Ich habe eh keinen Ersatzreifen dabei. Für einen Auflieger. Für die Zugmaschine ja, aber kein Werkzeug. Ja, sehr schön. Willst du mit dem Ersatzreifen, wenn du kein Werkzeug zum Runterschrauben hast? Natürlich. Dann langst du doch ganz her. Ja, so ist das. Bremen, Oberhausen, Düsseldorf und Köln geht's hier ab. Der Gilt ist schon lange vorbei gewesen. Da steht es nochmal. Köln, Düsseldorf, Bremen, Oberhausen. A1, Dortmund, Flughafen, B1. Ich bin eine von wir. Siamesische Zwillinge auch noch. Ich bin zum Glück nicht eine von wir. Ich bin eine von ich. Ich bin eine von ich. Ich bin ich. Ich bin die letzte Drecksau, wenn es drauf ankommt. Und ich liebe es. Ich hasse McDonald's, aber ich liebe es, eine Drecksau zu sein, zum Beispiel. Aber ich hasse McDonald's wie die Pest.